Jeder Gartenteich ist etwas Besonderes und jeder hat seine spezielle Ausstrahlung. Durch die Pflanzen, die in ihm wachsen, und durch die Tiere, die ihn im Laufe des Jahres aufsuchen und wieder verlassen. Der Teich, um den es hier geht, ist erst 5 Jahre alt. Es ist ein Naturteich ohne Fische und Filter. Wenn es nicht gerade schneit, bekommt er 4 Stunden am Tag Sonne und häufig tummeln sich Haustiere und Kinder hier. Das schreckt einige Tiere ab, aber lange nicht so viele, wie man denken würde. Jetzt im Winter scheint nicht viel los zu sein unterm Eis. Die Pflanzen sind braun und welk. Aber eine Armada von Köcherfliegenlarven zieht still über den Grund. Mit sich schleppen sie ihren schweren Schutzköcher, den sie sogar bis hoch in die Pflanzen wuchten. Auch Libellenlarven trotzen dem Winter unterm Eis. Ende Februar wird es lauter im Teich. Aus den Beeten und umliegenden Gärten wandern die Erdkröten herbei. Erwischt ein Männchen eines der wenigen Weibchen, lässt er es nicht mehr los. Im Doppelpack schlingen die beiden Laichschnüre um die Stängel der Wasserminze. Das wissen auch die Stockenten, die im flachen Wasser am Krötenlaich naschen, bevor sie weiterfliegen. Zum Brüten ist es ihnen hier zu unruhig. Kurz nach den Kröten sind Teichmolche unterwegs. Sie müssen nicht fürchten, dass die Enten ihre Eier naschen, denn den Molchlaich können sie nicht so leicht wegschlürfen. Das Weibchen wickelt jedes Ei einzeln in ein Blättchen ein, streng bewacht von mehreren Männchen. Im Sommer wächst der Teich langsam zu. Überall auf den Blättern hängen jetzt die Hüllen der Libellenlarven. Eine 4-Fleck-Libelle fliegt immer wieder die gleiche Sitzwarte an. Und diese kleinen Granataugen legen ihre Eier in Wasserpflanzen. In der heißen Zeit haben alle großen Durst. Und nicht nur die Ringeltauben, auch die Wespen kommen regelmäßig, um aufzutanken. Sie bringen das Wasser zu ihrem Stock, um ihn zu kühlen. Ende des Sommers wimmelt es im Teich von Molchquappen. Mückenlarven haben jetzt keine Chance. Die kleinen Kröten sind schon längst abgewandert und im Garten unterwegs. Im Teich wird es langsam wieder ruhiger, aber richtig einsam wird es hier nie.